Genau, hallo. In diesem Video möchte ich euch diesmal zeigen, wie man einzelne Files oder Archive auf Viren überprüfen kann. Ihr kennt das, man hat sich irgendwo ein Crack, ein Spiel oder ein Portable-Programm runtergeladen und jetzt ist man sich unsicher, habe ich mit dem Virus angefangen oder nicht. Bevor man so ein File öffnet oder entpackt, kann man es überprüfen, ob ein Virus enthalten ist. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt kurz. Und zwar habe ich in meiner Linkliste, das ist hier die Fusselbox-Linkliste. Den Link zu dieser Liste werde ich euch in die Videobeschreibung unten reinschreiben. Hier geht ihr auf Online-Virenscanner und hier unten habt ihr den Punkt Files auf Viren testen. Das starten wir. Dann kommen wir auf die Seite von Virus Total. Hier kann man jetzt Files auswählen von seinem Rechner. Das Ganze wird hochgeladen zu Virus Total und wird von 45 Virenscannern überprüft. Sollte ein File schon einmal von irgendjemand anders hochgeladen worden sein, dann erkennt das Virus Total, zeigt das an und man kann sich das Ergebnis direkt anschauen. Bei kurzen Files dauert das Hochladen eigentlich nicht allzu lange. Ich kann das euch jetzt mal an zwei Beispielen demonstrieren. Ein Beispiel von einem File, wo ich schon mal hochgeladen habe. Dort seht ihr dann, wie das funktioniert, wenn ihr diese Signatur schon kennt. Dann suchen wir mal kurz das File. Das habe ich bei mir auf dem Desktop abgelegt. So, kleinen Moment. Ist natürlich wieder alles da, nur nicht das, was man sucht. So, und zwar war das das Skybubbles. Öffnen. Und ich jetzt sage, scannen. Berechnet er den Hashwert und sagt, die Datei wurde bereits analysiert. Erkennungsrate 0,45, das heißt 0 Erkennungen von 45 Virenscannern. Hier kann man die letzte Analyse sich anzeigen lassen. Man sieht, wann das Ganze war. Man sieht, welches Antivirusprogramm mit welchem Ergebnis gescannt hat. Also 0 Ergebnisse, das heißt, kein Virus ist in diesem File enthalten. Gut, so funktioniert das Ganze, wenn das File schon mal von irgendjemand hochgeladen wurde. Jetzt habe ich aber auch noch ein neues File vorher zusammengepackt. Wir gehen wieder darauf, gehen wieder auf Auswählen. Dieses Mal muss ich das File hochladen und zwar habe ich den portablen PDF-Editor mal ausgewählt, öffnen und sage Scannen. Jetzt wird das File hochgeladen, da der Hashwert nicht erkannt hat. Ich habe diesmal ein kleines File gewählt, deswegen wird es etwas schneller gehen. Wenn die Datei hochgeladen ist, berechnet er den Hashwert. Macht er jetzt. Und jetzt startet die Erkennung von den 45 Virenprogrammen. Das Ganze dauert, ja, eine knappe Minute vielleicht. Und dann zeigt er uns die Ergebnisse an, ob irgendein Programm irgendein Virus da drin gefunden hat. 8 Programme sind schon fertig und haben noch nichts gefunden. 12. 25 und so geht es jetzt hoch, bis er die 45 Programme durch hat. 46 sogar, hat er noch eins mehr gefunden, eins mehr jetzt genommen. Wie das jetzt genau funktioniert, warum er da manchmal ein Programm mehr und ein Programm weniger nimmt, ist mir noch ein Schleierhaft, aber spielt ja eigentlich keine Rolle. Man sieht da alle wichtigen Virenprogramme wie Kaspersky, G-Data, F-Secure, F-Prot, ES-Net. Und so weiter, Klammer auf, Bitdefender, das sind eigentlich alle wichtigen Virenscanner dabei. 46 mal überprüft, 0 Viren gefunden. Dieses File kann ich bedenkenlos entpacken und auch installieren. Gut, so kann man so einzelne Files überprüfen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Ich werde es hier oben unter Fussel Tutorials auch nachher, wenn ich das Video fertig gerendert habe, mit einpflegen. Dort kann man sich das dann jederzeit wieder anschauen. Alles klar, ich wünsche euch noch was. Tschüssi.